Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu dem Let's Play von Floris Evolved. Ja, ich habe so gut die Einstellungen durchgequetscht, muss natürlich immer wieder das Spiel starten, Einstellungen anmachen, Shader an und alles mögliche und sieht immer portenhässlich aus. Also, war nur noch eine Lösung, Spiel neu installieren, nochmal starten, nochmal schauen. Okay, sieht immer noch hässlich aus, so wie wir das gesehen haben. Zu überbeleuchtet. Ja, alles ausgemacht, gestartet. Sieht zwar immer noch ein bisschen überleuchtet aus, aber ich meine, es ist schöner. Also wenn wir jetzt gerade hier reingehen, seht ihr, es ist nicht mehr so hässlich, aber immer noch extremst überleuchtet. Wieso finden das viele Spiele einfach schön? Also, ich verstehe das einfach nicht. Seht ihr, es ist immer noch stark überleuchtet, aber immerhin sieht es noch schön aus. Also habe ich einfach alles ausgemacht, fertig. Die extra Option brauche ich nicht. Und ihr seht, plötzlich habe ich inkompatible viele Versionen. Was habe ich denn gemacht? Ich habe ja nichts gemacht. Danke, jetzt muss ich ein neues Spiel starten. Und wie ihr gesehen habt, bin ich bei den Konrad Kergitten. Ich werde wahrscheinlich... Ja, ich muss sogar... Kanal Kergitz wählen, weil die Solaniten extremst eine Unterzahl, also extremst nichts gegen Banditen machen und so weiter. Also überhaupt nichts. Ich habe da getestet und es geht nicht. Also ja, es ist zu schwer, vor allem in diesem Mod sogar. Also ich bin ein... Ich will kein nobler sein, weil da man schon das Banner bekommt. Ach komm, ich bin ein Warrior. Sollen wir wieder Dieb nehmen? Ja, komm, ich mach wieder Dieb. Ich bin ein Steppenkind. Ich bin wieder ein Bandit, ein Dieb. Vielleicht auch ein Bandit. Komm, wir nehmen einen Bandit. Und hier. Steppennomad. Wir müssen einfach Pferde haben. Da haben wir Steppenschild. Jetzt bin ich ein Bandit oder bin ich ein Steppennomad oder so. Ein Slave Trader wäre auch noch etwas. Ja komm, wir werden kein Dieb. Also wir werden hier schon Dieb. Aber nicht jetzt. Sind wir Dieb. Und hier nehmen wir Money and Power. Lust, also Lust für Geld und Stärke. Aha, Power Draw mit Master Riding. Riding plus 3. Wow, cool. Ja, also Reiten plus 3. Expanded Troops und hier gehen wir nach Kanat Kergit. Eben. Sultanat, ne, nicht mehr. So, also wir gehen jetzt hier auf 2 Intelligenz, wie immer. Nehmen halt Charisma und Stärke. Hä? 1 auf Weaponmaster, 1 auf Leadership, 1 auf Inventory Management, ja, 2 sogar. Looting. Nein. Shit, auch nicht. Power Draw. Nehmen wir 1. Ein Flash, 2. Power Strike, 1. Und... noch ein Iron Flash. Wir müssen uns unbedingt stärken. Ja, wir nennen uns jetzt... wie nennen wir uns jetzt? Shogun. Nein. Ninja. Oh, wie heißen die? Ach komm, wir nehmen uns einfach Drago. Basler. Egal. Einhandwaffen nehmen wir natürlich.
Ja, da haben wir eine Hand auf den Bogenschießen eigentlich recht hoch. So, jetzt müssen wir uns natürlich wieder zum Asiaten machen. So, Haut. Ja, ist eben asiatisch. Vielleicht ein bisschen heller, so. Hm. Der Bart muss weg. Beziehungsweise nur so. Das wäre sogar sehr gut, hä? Oder so. Gut, müssen wir das halt nochmal machen, aber dann haben wir es. Wenn wir die Frisur nochmal finden. Wo ist der Bart? Hallo, bin ich schon wieder durch? Da ist er. So. Ah, da wäre eine gute Frisur gewesen. Ja, sieht irgendwie ein bisschen hässlich aus, aber wir nehmen es. Okay, können wir noch Augenweite oder so machen? A depth, A shape, A of... A Weite. Müssen wir sogar nicht so hoch machen, ne? So. Ja, gut. Fertig. Continue. Ja, jetzt probieren wir einfach mal hier ein bisschen aus, wie es geht, hä? Vielleicht geht es ja auch so schlimm und so ist es so schwer. ...61 Schaden! One-Hit-Kill! Voll... Ja! Kann ich besser treffen? Genau zwischen die Augen. Wie geil! Ich habe nicht mal richtig gezielt! Scheiße! Wahnsinn, ey! Ja, wir haben immer wieder... Okay. Die Pferde sind wenigstens nicht dort, aber ich muss noch kurz in die Stadt. In die Taverne. Ah, das sieht auch cool aus, ha? Habt ihr ihn gesehen? Eine Nutte. Ich will Nosen. Oder ist die Nose nicht Krankenschwester? Als Nurse. Rauf heißt die. Ich gehe rauf. Zu ihr. Marktplatz. Gut. Ja, wir haben ein altes Schild. Nehmen wir das auch. Ah, können es nicht ausrichten. Ja, ja. Wir haben ein bisschen Geld. Wieso gehen wir nicht einfach raus? Also eben, da ist der Ding. Das sieht auch relativ gut aus. Wir müssen mal zu ihm. So. Ist Anführer. Tasks. Okay. Noyan Asugan ist wo? Asugan Kessel. Okay. Asugan Kessel ist... da drüben. Wir sind in Toiga. Ja, jetzt gehen wir am besten. Wir müssen ja nicht sporten. Wir gehen jetzt mal nach Dustaril, aber ein bisschen einen Umweg. Das sind schon Deserteure. Also. Ganz langsam. Gehen wir die durch. Warten, bis die weg sind. Tun hier ganz viele rekrutieren und gehen dann weiter. Okay. Ich muss noch kurz die Zeit einstellen. Habe ich das immer wieder vergessen. Mache. Tun. Ich tue es einfach immer wieder vergessen, aber ja, es ist nicht, weil ich mich nicht vorbereite oder sonst Sachen. Sondern es ist einfach, weil ich die Zeit schauen muss zuerst. Und ich muss umschalten, um die Zeit zu schauen. Sonst kann ich die Zeit nicht schauen.
Ich habe kein Handy in der Nähe und sonst auch nichts. Okay, wir haben alles Essen verloren. Tja, wir haben noch Geld, aber wir haben nichts hier. Ah, gut. Irgendwie haben wir das Essen nicht verbraucht. Komisch. Ja, wir müssen nach Azogan Castle. Ja, die Map ist so extrem überbeleuchtet. Sieht scheiße aus ohne HDR. Ich habe schon probiert. Ohne HDR sieht alles verschwommen aus. Da bist du ja. Gut, als erstes werden wir mal mit allen einfach uns gut anfreunden und dann fangen wir mit ihnen Krieg. Also machen wir Krieg mit den anderen, mit ihnen zusammen. Machen wir Krieg gegen die anderen Völker. Ja. Aroque of Warshek. Okay, exekutieren wir ihn. Anmerkungen? He's currently believed to be at Dirik Aban. Collect 5 men haben wir gelöst. Das haben wir auch gelöst. Aha, das ist nicht. Okay, das andere haben wir gelöst. Und wo ist jetzt diese Stadt? Abakulun? Oh, dieses Dorf? Dirik Aban. Dort oben. Ihr betreibt's noch. Wir müssen zu diesem Dorf dort. Dann mal schauen, dass sie da... Ja, wir können rechts rüber, gell? In der Nacht sah man nichts. Das war das größte Problem. Es war viel zu dunkel. Jetzt ist es immerhin nicht mehr so dunkel. Aber wieso, wenn man Grafik besser macht, wieso muss man immer Shader noch größer machen? Also entweder HDR oder Bloom oder ja, dieses Unschärfeneffekte da. Alles mögliche. Wieso muss man das einfach nur hoch machen? Steppenbanditen, die schneller sind. Geh in die Stadt. Jetzt müssen wir mal schauen. Das ist ein schönes Dorf. Das möchte ich irgendwie haben. Das ist so richtig ninja-haftig, hä? Wir sind ein Ninja. Wir müssen irgendwie eine schnellere Angriffsgeschwindigkeit haben oder so schnelle Waffen haben. Das möchte ich gerne. Einfach so als Style. Ich will nicht mehr mit Zweihandwaffen kämpfen. Die sind viel zu langsam und nerven ein bisschen. Sorry, ich hatte etwas in den Ohren. Ein Beißen. Wahrscheinlich von der Erkältung. Da kommt es mir aus den Ohren und sonst wo irgendwo raus. Ich will nicht drüber denken. Ja, wo ist er jetzt? Es ist wieder zu hell, zu dunkel. Es ist helliger Mittag irgendwie. Ah, das ist ja das falsche Dorf. Ich brauche nur ein paar Essen. Ah ja. Ich brauche nur Essen. Ich brauche keine Wolle. Ja, dann werden wir dich besiegen. Oh, die sind viel stärker. Ah, sind 24, die sind zusammengekommen. Surrender. Was? Ich dachte, ich kann mit denen reisen. Okay. Reisen wir einfach nicht mit denen. Genau, bring mich dorthin. Das ist Stamm. Wir haben das Steppenquartier. Ja, wir sind gleich, bitte. Bleib im Dorf. Yes. Aber wir haben alles. Alle verloren. Wie doof ist denn das?
Man verliert alles. Immerhin hier nicht. Aber schön, dass wir alles schon haben, hä? Danke. Wie böse ist denn das, wenn dort überall Banditen sind und ich die nicht sehe? Ich bin ja kurz aus dem Dorf gegangen und dann habe ich... Ja, ich habe vor dem Dorf schon gesehen, dass Banditen sind, aber ich wollte doch einfach weg. Aber die Banditen gehen uns hinterher, da können wir nichts machen. Wir können einfach gar nichts machen, das ist das größte Problem. Der Mod ist einfach zu unbalanciert am Anfang. Dafür ist er einfach später mega gut. Also, es empfiehlt sich einfach am Anfang mal so wenig wie möglich zu reißen, dass sie nicht Banditen in die Arme läuft. Irgendwie einfach keine Ahnung, was man so genau machen muss. Da ist er schon. Ich werde ihn abknallen mit mir zu Pferde. Ich bin so gut im Bogenkampf und habe so einen guten Bogen. Ist ja Wahnsinn, hä? So, die gehen weg. Gehen wir ins Steppenbanditenlager. Ja, die haben nur die Truppen irgendwie gefangen genommen. Und ich konnte nur so fliehen. Tja. Edward the Explorer. Wie wär's mit so einem? Ah, das ist so eine. Das Lavia ist der normale Ding. Jeremus! Sehr schön, wir haben schon den Heiler, der einzige Heiler. Der Tollmann ist hier, cool. Aber es ist niemand hier. Marktplatz unbedingt, gut. Ja, wir müssen irgendwo Stinkebrot kaufen. Ja. Leaf, jetzt müssen wir nach Tulga wieder. Steppenbanditen sind hier. Noch mehr Steppenbanditen. Die sieht man so schlecht. Ich kann nichts machen. Ja, ich werde schon wieder gefangen genommen. Ah, zum guten Glück. Wir sind in Tulga, wir sind in Tulga, wir sind in Tulga. Wir werden nach Tulga kommen. Ja, bravo. Wait some here. So. Danke. Prima. Haben wir geschafft. Alba. Ja, wir haben aber kein Geld, wenn du Geld willst. Tja, was sollen wir denn kaufen? Also ich kann ja nichts kaufen eigentlich. Muss ich halt wieder zurückgehen und mal zum Kessel gehen. Da mal zum dem gehen. Okay. Die Quest muss ja nicht zurückgehen. Also jetzt muss ich wieder dort nach oben, hä? Scheiße. Wie besiege ich jetzt? Ich werde sowas von keine Chance haben, aber... Ja, immerhin. Kopfschusspferd.
Die sind einfach so mega gut ausgerüstet. Das ist sowas von unfair, dieser Mod. Ich glaube, ich werde ihn bald mal deinstallieren wieder, wenn das so weitergeht. Was soll ich jetzt machen? Ich habe nur eine Keule. Jeremus, komm, du schaffst es. Einen habe ich besiegt. Uha, uha. Ja, sorry, aber wenn du Pferd nicht losreitest, bist du selber schuld, dass du angegriffen wirst. Beziehungsweise ich. Halt doch mal ab. Immer hinterher reiten. Ich werde einfach mal die Pferde kaputt machen. Ah, jetzt sterbe ich. Hey, wie gut sind die denn? Wie gut sind die denn? Ist ja Wahnsinn. Da hat man null Chancen. Ja, keine Chance gehabt. Ja, ich kann doch nichts machen. Wie soll ich denn da etwas machen können? Es ist sowas von unfair. Überhaupt irgendwas zu machen. Irgendwie ein bisschen nur zu machen. Okay, Non-Aggression Treaty. Kingdom of Swadia and Sermon Sultanat. Haben einen Nicht-Angriffspakt. Ja, ich will nicht in Tournament in Ding. Soll ich keine Bauern holen? Okay. Ich hole einfach keine Bauern sonst. Der sieht auch komisch aus. Aber immerhin sieht alles ein bisschen schöner aus. Ob ist das alles von diesem Mod? Nur, dass er gewaltig schwer wurde. Einfach mal das Spiel ganz gewaltig schwer machen. Das ist doch nix! Hey, ich leg mich nur auf wegen dieser Schwierigkeitsgrade. Völlig übertrieben. Nein, nein. Man muss den Banditen ausweichen. Ja. Wie? Wie? Schon im normalen Spiel war das viel zu schnell für den Banditen. Und jetzt sind sie noch dunkel zweimal so schnell. Ja. Was habe ich jetzt eigentlich noch? Ich habe alles noch. Okay, ich habe ein Level up, genau. Stärke, Intelligenz, Charisma. Ich mache Charisma einfach am Schluss dann irgendwann. Beziehungsweise könnte ich schon der Mann nehmen. Aber wir müssen mal Intelligenz nehmen und es ist Pathfinding. Das kann dann eine andere nehmen. Das ist doch sehr wenig, 3%. Power Strike und Shield. Einhandwaffen hoch. Bogenschießen hoch. So, wenn Einhandwaffen hoch genug ist, können wir ja... Ding. Banditen, oje, oje. Machen wir das noch zum Schluss, hä? Ja, ich treffe nicht mal ein. Was ist denn, wie böse ist denn das? Hab ich eine Scheißkeule? Kann ich ja nicht mal richtig angreifen.
Wieso habe ich die Mitteilungen nicht da? Was habe ich denn jetzt gedrückt? Ich habe nichts gedrückt. Da ist noch ein kleines Büschchen. Der kann alles abwehren. Ich habe den besiegt, aber wieso habe ich jetzt nichts an? Da oben ist auch noch einer. Die gehen einfach irgendwo hin und schießen dann. Das ist völlig schlechte KI irgendwie. Naja, eigentlich gute, aber schlecht für uns. Gib mir jetzt wieder diese Mitteilungen, bitte. Sind betrieben. Das ist langweilig. Keritariachnude. Ja, die haben sowieso nie etwas dabei. Dann mache ich immer das untere. Jetzt kann ich das auch endlich mal machen. So. Und jetzt gehen wir nach Asugan-Kessel, gell? Zum Schluss. Er ist nicht da. Der weiß ich nicht, wie der heißt. Nevermind. Must leave. Wie heißt denn der? Noyan Asugan, genau. Wo ist er hingezogen? Fischara und Unria. Fischer. Daumen. Ja, super. Jetzt müssen wir das noch kurz machen, solange wir durch den Bart nicht beenden. Aber es ist wirklich nervig, also. Ich habe das natürlich auch schon ein bisschen getestet und ja, hat mich schon aufgeregt, also. Ich reg mich auf, ja. Ich muss mich aufregen. Da ist er. Nicht kämpfen. Aber wieso habe ich jetzt keine Mitteilungen mehr? Genau. Optionen. Ja, ist ja an! Hallo? Ich habe keine Schrift mehr. Ja, kann ich nicht ändern, weil ich kein 7 habe. Tja, Spiellogfenster, aber das ist ja nicht... Ja, ja, danke schön. Jo, gut. Ich bin einfach so langsam ein bisschen verwirrt. Okay, da haben wir manchmal keine Mitteilungen, weil irgendwie etwas kaputt ist. Am Mod oder sonst irgendwas. Aber ich kann ja hier noch kurz schauen. Ja, wir haben ein paar getötet, bewusstlos. Ja. Aber wir haben ja jetzt ein bisschen Erfahrung. Ja, 200 Dealer haben wir bekommen.
Dann können wir doch in eine nächste Stadt dann gehen, hä? Das sind nur Castles. Gehen wir nach Barreille, dann... Ja. Also muss er das wieder über Ding schreiben. Ich bedanke mich fürs Schauen. Nächster Part wird dann hoffentlich auch ein bisschen erfolgreicher, hä? Also, ja. Das Spiel, ich kann es ja nicht entgegenwerfen. Es ist ein Spiel, das Mount Blade Warband besser macht. Aber ich sehe schlechtere Grafik. Ich sehe unfaire Sachen. Ich finde einfach nichts Deutsches. Obwohl das der Mod auf Deutsch war. Ich verstehe den Entwickler überhaupt nicht mehr. Wieso macht er nicht mehr Deutsch? Wieso macht er nicht Französisch oder sonst irgendwas? Er lässt es bei Englisch, ja. Vielleicht sind ihm alle seine Leute abgehauen oder sonst irgendwas. Na gut. Ja, egal. Dankeschön und tschüss.